wir haben heute wirklich eine schlechte Leistung gebracht. Und da müssen wir uns jetzt schütteln und da müssen wir auch zusammenstehen und da müssen wir wirklich draus lernen und einfach sagen, was sind denn dann die Dinge, die wir brauchen, damit uns das nicht ein zweites Mal passiert? Also es ist doof mit einer Niederlage, jetzt 6 Wochen nicht zusammen zu sein und dann in die Vorbereitung zu gehen. Aber sorry, es hilft da auch nicht jammern, es nutzt uns ja jetzt nichts. Also es ist die Situation so, die müssen wir alle annehmen. Und die müssen wir sauber annehmen und von daher gewinnen wir zusammen, wir verlieren zusammen. Ist jetzt auch 5 Euro ins Phrasenschwein. Gegentore stellen wir uns ein bisschen dumm an, sage ich mal. Ich muss da Jana absichern. Jana muss ein bisschen mehr Abstand halten zu Jovi, das macht sie echt gut. Aber nichtsdestotrotz müssen wir es mit Ball auch einfach besser ausspielen. Ich glaube, die Qualitäten haben wir im Team und heute war es einfach, ja, ich will nicht sagen Totalausfall, aber so in die Richtung geht's schon. Das war ein völlig gebrauchter Tag, würde ich sagen, heute auch, wenn wir es noch versucht haben, zurückzukommen. Aber ja, es war am Ende dann doch trotz alledem verdienter Sieg für Serbien, muss man eigentlich leider ganz, ja, so recht sagen.